fällt dir auch manchmal absolut nichts ein und du kommst nicht auf eine Idee für eine neue Kampagne, ein neues Abenteuer oder vielleicht auch nur für deinen Charakter? Dann bleib dran, denn da habe ich ein paar Tipps für dich. Ja, hallo, mein Name ist Martin Schröer von D20 Sounds und heute möchte ich euch ein paar Tipps geben, wie ihr kreativ sein könnt. Also wie ich als Künstler kreativ bin oder als Dungeon Master. Und ich hoffe, es bringt euch was. Viel Spaß dabei. Der erste Tipp: Gebt eurem Gehirn eine Richtung. Das kann ein Mini-Anreiz sein und von dem aus könnt ihr dann losstarten. So ein Mini-Anreiz, was bedeutet das? Das könnte zum Beispiel ein Film sein, den ihr gesehen habt. Oder es könnte ein Buch sein, was ihr gelesen habt, wo ihr irgendeine Idee raus spannend findet. Es können auch Teile sein davon. Teile, Mini-Abenteuer in einer Geschichte, in einem Film. Es kann auch einfach nur ein Encounter sein, von dem ihr ausgeht. Also, was weiß ich, die Charaktere treffen auf einen Werwolf. Wie könnte die Geschichte weitergehen? Ja, es haut ja vielleicht ab. Gibt es vielleicht mehr Werwölfe? Also, ihr merkt schon, in dem Moment, wo ich Werwolf im Kopf habe, fällt mir zu dem Thema sofort was ein. Und dann ist das Erste, was ihr machen müsst, ihr müsst auf jeden Fall dranbleiben. Nehmt euch ein Blatt Papier und schreibt auf, was weiß ich, erste Idee, Werwolf. Und dann fangt ihr an, alles aufzuschreiben, was euch einfällt. Das Wichtige ist an der Stelle, auf keinen Fall so schon mal Sachen bewerten. Legt einfach los, schreibt auf, lasst es rausfließen, schreibt den größten Scheiß auf. Es ist wirklich nicht wichtig, ihr könnt nachher sortieren, aber jetzt erstmal das Gehirn wirklich einschießen auf kreatives Arbeiten, auf Produktion. Und ihr werdet sehr schnell feststellen, dass ganz schnell mal ein Zettel voll ist. Und dann kommt die zweite Stufe. Ja, die zweite Stufe ist natürlich das Sortieren. Ich habe ja schon gesagt, euer Gehirn mag es nicht, kreativ zu sein, zu produzieren und gleichzeitig zu kritisieren oder auszusortieren. Es mag gerne eine Arbeit, deswegen ist hier auch wieder eine Arbeit angesagt. Also nehmt euch vielleicht eine Mindmap und sortiert die Sachen ein. Ihr könnt das sortieren nach Encountern, nach Geschichte, nach der Welt. Also sortiert euch die Sachen einfach, schmeißt welche raus. Manchmal hat man ja auch irgendwie ganz bescheuerte Ideen. Ich sag mal, Werwolf in rosa Klamotten und was weiß ich, mit Puscheln in den Händen, der ganz harmlos ist. Vielleicht ist das nicht die beste Idee. Werft sie einfach raus oder schreibt sie in einen extra Stapel mit absurden Ideen. Vielleicht kommt hier nochmal irgendwas, was euch dazu einfällt. Also wie gesagt, der zweite Schritt ist zu sortieren. Sortiert euren Kram. Ich empfehle dazu eine Mindmap, in der alles sortiert ist nach verschiedenen Bereichen und dann kommen wir auch schon zum dritten Schritt. Der dritte Schritt ist das Zusammenbauen. Jetzt nutzt ihr eure Mindmap, um daraus ein Abenteuer, eine Kampagne oder einen Charakter zu bauen oder irgendwas anderes. Es könnte auch ein Musikstück sein. Der Prozess ist ziemlich ähnlich. Also beim Musikstück wäre es zum Beispiel Strophe, Bridge, Refrain zum Beispiel. Bei einem Abenteuer könnte es sein, was ist das Intro? Wie geht es weiter? Was ist ein Ziel? Was ist ein Hauptgegner? Also, und so könnt ihr euch eure kleinen Punkte aufschreiben und scheut euch nicht dafür, Lücken zu lassen. Lasst vielleicht einfach ein leeres Feld, wo eine Lücke ist. Da habe ich was noch nicht. Einfach irgendwas hinschreiben, wenn euch was noch nicht einfällt. Manchmal sind diese Lücken auch super gut, weil sie nachher gefüllt werden können und man kann trotzdem an diesem Punkt dran arbeiten, dass man so eine generelle Richtung hat, so ein Plot vielleicht oder sowas. Damit kommen wir schon zu Punkt 4. Punkt 4 ist Top-Down oder Bottom-Up. Also wie baue ich mein Abenteuer auf? Gehe ich von oben nach unten, also von einem Überblick, von der groben Idee, von der großen Idee ins Kleine? Oder fange ich mit einem Encounter an und baue aus dem die große Idee? Ich habe dazu schon ein ganzes Video gemacht, das würde ich euch hier empfehlen und hier oben verlinken. Der fünfte Punkt ist Komplexität. Also gerade wenn ihr noch nicht so erfahren darin seid, Welten zu bauen, ist es oft so, dass einen die Komplexität erschlagen kann. Und mein Punkt, warum ich Komplexität erwähne, ist, fangt einfach an. Es gibt nichts Besseres, als die Sachen zu machen und dabei zu üben.
und was freizulassen oder im Laufe der Zeit einfach Sachen wieder nachzufüllen, daran selbst an der Aufgabe zu wachsen. Erstmal macht das Wachsen viel Spaß, finde ich. Und man merkt auch, dass man irgendwann viel komplexere Sachen erstellen kann als am Anfang. Aber fangt an, das Wichtigste ist wirklich das Tun und lasst euch nicht von der Komplexität abschrecken. Punkt 6, das Ziel im Auge haben. Für mich ist es immer ganz wichtig, so eine Richtung zu haben, wo das Ganze hingeht. Also nicht hier und da mal was machen, sondern erstmal zu wissen, okay, was ist das Hauptziel? Das wäre übrigens dann ein Top-Down-Prozess, ne? Wenn ich immer dieses Ziel im Auge habe und von da aus ausgehe. Man kann das auch vom Ziel aus rückwärts machen, das ist auch eine super, super Methode. Aber wichtig ist für mich persönlich immer ein Ziel zu haben oder relativ schnell auf ein Ziel zu kommen. Also ich kann auch mit einem Encounter anfangen und stelle fest, okay, es wird da und da enden. Also was, um bei dem Werwolf zu bleiben, was steckt eigentlich dahinter? Warum gibt es diesen Werwolf? Gibt es einen größeren? Gibt es irgendwas, was magisch Werwölfe erzeugt? Ihr merkt schon, bei mir, ich habe jetzt gerade dieses Ding Werwolf angesprochen, weil mir es irgendwie plötzlich in den Kopf kam. Das regt bei mir ganz viele Geschichten an. Und ich denke, das wird bei euch auch so sein, sobald ihr ein Ziel vor euch habt, auf das ihr schießen könnt. Punkt 7. Ich möchte euch ermutigen, eine Geschichte mit euren Spielern zu entwickeln. Das ist natürlich was ganz anderes, als jetzt von vornherein irgendwas zu planen. Aber ihr könnt auch ganz leicht anfangen mit einem winzigen Encounter oder mit euren Spielern, indem ihr euch mit denen zusammensetzt und sie fragt, was sie wollen. Was ich mal gemacht habe, ich habe mir von jedem Spieler einen positiven und einen negativen Encounter aufschreiben lassen. Also zum Beispiel bei positiven könnte es sein, sie treffen einen Halbgott auf der Welt, der ihnen zur Hilfe eilt und der ihnen hilft in einer schwierigen Situation. Negativ könnte natürlich sein, sie treffen einen großen Feind oder ein verfluchtes Schwert. Und ich habe mir von allen Spielern was aufschreiben lassen. Das waren 5 Spieler und es kamen 10 Ideen. Und tatsächlich hatte ich sofort für meine Kampagne Lost Mines of Phandelver, hatte ich sofort schon eine wunderbare Sidequest, die die Charaktere total mitgenommen haben, weil sie auch gemerkt haben, dass ich auf das eingehe, was sie sich wünschen. Und ich habe plötzlich keinen zufälligen Bugbear mehr gehabt, der irgendwie dann auftaucht oder eine Giant Snake, sondern ich hatte plötzlich Ideen, die meine Spieler geliefert haben, und die haben sich darüber gefreut, dass ich ihre Ideen aufgreife. Und daraus ist ganz viel entstanden. Es ist sogar inzwischen so weit, dass ich sage, wir haben jetzt die Kampagne abgeschlossen und ich könnte an diesem Punkt wieder anknüpfen für eine neue Kampagne, weil ich genug Material durch die Ideen meiner Spieler habe. Also nehmt euch die mit ins Boot, weil es ist oft so, dass natürlich 4, 8, 10 Augen oder Gehirne mehr arbeiten als nur ein einziges. Punkt 8, der eigene Anspruch. Da möchte ich euch warnen, wir können uns selbst ganz furchtbar im Weg stehen, indem wir unsere eigenen Ansprüche zu hoch schrauben. Ich würde euch raten, die Ansprüche erstmal runterzuschrauben. Macht erstmal was ganz Einfaches. Fangt nicht mit Mittelerde an, sondern fangt an mit einem kleinen Dorf mit 50 Einwohnern, ja, und geht von da aus ins Größere. Fangt wirklich mit einer Kleinigkeit an und lasst dann die Karte sich entwickeln, lasst das Dorf sich entwickeln. Macht es ganz einfach. Der eigene Anspruch kann uns wirklich so dermaßen im Weg stehen. Und ich habe auch noch eine Übung für euch, falls ihr merkt, dass euch der Anspruch immer wieder im Weg steht. Und das ist Morgenseiten schreiben. Und damit sind wir beim letzten Punkt. Ich habe in einem Buch von Julia Cameron gelesen, das heißt, Moment, ich muss mal nachschauen, Der Weg des Künstlers, ich stelle den Link unten ein. Also in diesem Buch von Julia Cameron habe ich gelesen, dass man anfangen soll, Morgenseiten zu schreiben. Also bin ich eine Zeit lang, es waren glaube ich 10 Wochen, jeden Morgen früher aufgestanden als sonst, habe mich einfach stumpf an meinen Schreibtisch gesetzt und angefangen,
Sachen aufzuschreiben, absurde Geschichten, alles, was mir in dem Moment gerade einfiel, einfach raus damit. Davon habe ich nie was benutzt, das ist auch gar nicht der Sinn der Sache. Man soll das auch gar nicht machen. Man soll diese Sachen, die man dann aufschreibt, auf keinen Fall verwenden, sondern sie sind wirklich für die Tonne. Man kann die blödesten Ideen aufschreiben. Und tatsächlich habe ich oft den Nutzen gehabt, dass aufgrund, also zwei Nutzen waren es, aufgrund dieser Idee sind mir tagsüber noch andere Ideen gekommen, wo irgendeine Kleinigkeit in dieser blöden Geschichte war, die ich aufgeschrieben habe, die mich den Tag über verfolgt hat und die mir dann eine neue Idee gegeben hat. Das andere ist, ich habe es wirklich geschafft, den Anspruch an mich selbst, und da bin ich wirklich auch ein Kandidat für, dass ich ja mit Anspruch kann ich mir schon ganz schön Stress machen. Ich bin ein Kandidat dafür und deswegen, ich habe es auch geschafft, dadurch diesen Anspruch wirklich runterzuschrauben. Also vergesst eure Ansprüche und genießt die Sache, macht es im Kleinen und fangt einfach an. Ja, das war's für heute mit meinen Tipps zu Kreativität. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Link da, lasst ein Like da, nicht einen Link. Und guckt euch vielleicht ein paar andere Videos an, die ich verlinkt habe. Und lasst ein Abo da, wenn ihr mögt. Bis dahin, macht's gut, euer Martin. Ciao.